machen wir unsere Abendrunde. Es ist windig und regnerisch. Aber ich muss die Kirche noch abschließen. Habe ich das vergessen? Habe ich schon hingelegt gehabt. Füße hoch. Und es ist mir eingefallen, ich habe die Kirche noch nicht abgeschlossen. Aber Donner muss ja sowieso auch noch mal raus. Nur die Frage, was machen wir zuerst? Erst Donner und erst Kirche. Dann mache ich Kirche und Donner macht ihr's. Heute habe ich mal das Halsband nicht auf blinkend eingestellt. Das Blinken, das macht mich ganz wuschig. Das kann ich nicht brauchen. So, dann tue ich mich mal abschließen. Mal es wieder ab durch die Büsche. Ich schließe ab, falls noch jemand da ist. Hauptaltar haben wir weggeräumt. Seitenaltäre sind noch da. So. Nach der Donner schauen. Ja, hast du mich gefunden? Ja, du bist eine Tolle. Ja, ganz toll hast du das gemacht. Jetzt gehen wir aber wieder. Kommst du mit? Mach das Licht aus und gehen wir wieder. Ja. Donner? Wo willst du denn hin? Donna macht den Kontrollgang heute alleine. Oder riechst du jemand? Oder etwas? Du bist heute schon wieder mit deinem Kehlkopf. Der pfeift schon wieder. Das gefällt mir gar nicht. Bist du aufgeregt oder? So, jetzt gehen wir raus. Machen wir das Licht aus und gehen wir raus. Geh du schon mal vor. So, seid ihr mit dabei gewesen? Alles gut danach. Mal darüber. Seht ihr wenigstens die Donner. Muss nur mein Schlüsselloch finden. So, eine Verrichtung. Ja, muss ich gleich nicht die zweite Verrichtung zu machen. Alles gut. Hast du mich gesucht? Hast du aufgeregt? Aber du bist so ein kluger Hund. Hast mich gleich gefunden. Ich habe extra die Türe auflassen. So, haben wir noch unsere Hunde? Es regnet etwas. Jetzt machen wir Kapuze auf. Also wenn es so dunkel jetzt ist im Winter, dann nehme ich immer gern den Hund mit zum Kirche abschließen.
entweder mit rein oder wenigstens draußen atmen lassen. Mir ist mal was passiert, da war ich auf der Kirche, habe irgendwie noch was vorbereitet, hatte mich aber eingeschlossen und hatte das Licht an. Und da bellt irgendein Hund. Er hatte mich in die Kirche eingeschlossen, weil ich noch was zu tun hatte. Und es war eben auch schon dunkel. Und da wollte ich dann nicht, dass jemand reinkommt und ich das nicht mitkriege. Plötzlich hämmert dann jemand an die Türe. Und ich wusste dann aber auch nicht, was los ist. Ich dachte, vielleicht ist der Pfarrer oder der Baron. Ich bin ja normalerweise niemand, lacht in die Kirche. Und dann habe ich aufgeschlossen und stand da ein Mann vor mir. Ich muss jetzt beten, ich muss jetzt ganz dringend beten. Ja, was macht er da? Will ich ihn halt reinlassen? Er sagt, ist okay, ich habe noch ein paar Sachen vorzubereiten. Und dann ist er dann rausgegangen, bin ich wieder hinterm abgeschlossen und bin also allein in der Kirche, die Tür ist abgeschlossen und plötzlich fängt ein Handy an zu klingeln und ich wusste, ich habe meins nicht dabei, war ein wenig erschrocken. Das ist jedenfalls so, während er gebetet hat, ist dann sein Handy aus der Tasche gefallen. Und der hat es aber auch nicht gemerkt gleich. Und ich habe dann also hab dann nur gedacht, wenn es noch jemand in der Kirche ist, dann sieht es schlecht aus, weil alle Türen sind zu. Und so schnell kriege ich die Türe gar nicht aufgeschlossen, wie ich rausrennen müsste. Ja, da macht man seine Erfahrung. Ich habe dann das Handy mitgenommen und habe es dann bei mir gehabt. Und später habe ich dann immer wieder sehen, dass die Außenbeleuchtung an und ausgegangen ist, so wie halt jetzt, wenn wir spazieren gehen. Und dann bin ich raus und dann war es also der Mann, der sein Handy gesucht hat. Alles gut. Ja, jetzt sieht man das. Das Licht wird jetzt langsam schwach. Ich muss halt doch mal aufladen. So, jetzt habt ihr eine große Runde mit uns gemacht. Und Anekdoten aus meinem Mesnerleben gehört. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir gehen jetzt auch rein. Ich tue dann mal noch ein bisschen betütteln. Ja, ein bisschen betütteln. Und dann schlafen wir. Und morgen habe ich dann nur von 15 bis 18 Uhr so einen Aktionstag im Seniorenzentrum. So Hilfsdiensten. Also morgen sind wir da frei. Und da werden wir sicher auch dann ausschlafen. Oder nachher mit so einer Morgenrunde nochmal ins Bett gehen. Also, jetzt schlägt es 8. Jetzt könnt ihr auch noch unser Abendläuten gleich hören. So, jetzt geht's gleich los. Thank you.
das Abendgeläut noch gehört. Also, einen schönen Abend.